Mit dem U11 will HTC endlich wieder Premium-Luft schnuppern und mit den derzeit angesagten Smartphones gleichziehen. Dafür hat sich der chinesische Hersteller ein paar Neuerungen einfallen lassen. Aber erstmal zu den Basics. Das Design kennen wir ja schon vom Uplay und U-Ultra. Die Rückseite ist aus Glas, reflektiert Licht in bunten Farben und liebt Fingerabdrücke. Auf der Vorderseite finden wir ein 5,5 Zoll LC-Display. Darunter befindet sich ein kapazitiver Home-Button. Leider verzichtet HTC auf den Trend, die Seitenränder des Displays zu verkleinern, so wie es LG und Samsung mit ihren Geräten vorgemacht haben. Verzichten müsst ihr auch auf den Kopfhöreranschluss. Der Verpackung liegt aber glücklicherweise ein Adapter bei. Immerhin ist das U11 wasserdicht. Angetrieben wird das HTC mit dem Snapdragon 835. Auf dem Gerät läuft Android 7.1 mit HTC Sense. Der Akku wird mit Quick Charge 3.0 schnell geladen, allerdings nicht kabellos, denn Wireless Charging wird nicht unterstützt. Okay, das hörte sich jetzt vielleicht alles recht negativ an, aber es gibt durchaus ein paar Besonderheiten, die erwähnenswert sind. Mit dem U11 führt HTC eine neue Art der Bedienung von Smartphones ein. Dessen Rand ist nämlich berührungsempfindlich, das heißt, er reagiert auf Druck. Das ist insofern einzigartig, als es keine extra Tasten gibt, sondern wirklich der Rahmen ab der Power-Taste abwärts auf beiden Seiten auf Druck reagiert und sich darüber verschiedene Apps aktivieren lassen oder Fotos schießen lassen. Standardmäßig eingestellt ist bei einem kurzen Druck die Kamera-App, die sich automatisch öffnet, und bei einem längeren Druck der Google Assistant. Wenn ich in der Kamera-App drin bin und kurz drücke, nehme ich ein Foto auf. Wenn ich länger drücke, wechsle ich auf die Frontkamera bzw. umgekehrt. Das sind beides Voreinstellungen, die HTC in dem U11 vorgenommen hat. Theoretisch könnt ihr den Rahmen bzw. diese Bedienung auch frei individualisieren. Also wenn ihr sagt, okay, die Kamera-App brauche ich nicht unbedingt oder der Google-Assistent interessiert mich auch nicht, dann könnt ihr die andere Apps dafür auswählen. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, wenn ich drauf drücke, möchte ich, dass Spotify angeht. Wenn ich länger drauf drücke, möchte ich, dass die Taschenlampe angeht zum Beispiel. Für den Sommer allerdings hat HTC angekündigt, dass sie weitere Funktionen anbieten wollen, und zwar sogenannte Makros. Das heißt, ich kann mehrere Aktionen in einem Tastendruck, in einem Rahmendruck speichern. Zum Beispiel, dass ich Spotify aufrufe und dann automatisch eine Playlist starte und ein Lied abspiele. Das alles mit nur einem Druck auf den Rahmen sozusagen. Das konnten wir allerdings noch nicht testen, weil, wie gesagt, für den Sommer angekündigt. In unserem Test traf Edge Sense auf gemischte Gefühle. Vor allem die Eingewöhnungsphase braucht ihre Zeit. Außerdem bedarf es etwas Übung, bis die Sensoren und die notwendige Druckstärke gefunden sind. Selbst in der niedrigsten Empfindlichkeitsstufe muss man schon ganz schön kräftig drücken, bis das Smartphone reagiert. Anfangs fühlt sich diese Geste dann noch sehr ungewohnt an, geht mit der Zeit aber leichter von der Hand. Immerhin verhindert HTC so, dass der Rahmen versehentlich aktiviert wird. Darüber braucht ihr euch keine Gedanken machen, das passiert eigentlich nicht. Wer sich mit Edge Sense so gar nicht anfreunden kann, der kann die Funktion noch einfach deaktivieren. Kommen wir zur Besonderheit Nummer 2, der HTC Companion. HTC hat auch im neuen U11 seinen eigenen Assistent mit an Bord. Der HTC Sense Companion spricht allerdings nicht mit euch, wie ihr das vielleicht von Siri oder Cortana kennt, sondern arbeitet diskret im Hintergrund. Der Assistent lernt euch im Laufe der Zeit besser kennen, vor allem wenn ihr ihm Zugriff auf euren Kalender etc. freigibt, und passt dementsprechend seine Empfehlungen auf euch an. Das ist im Grunde eine ganz nette Idee, wie ich finde. So habe ich zum Beispiel in meinem Kalender stehen gehabt, dass ich für morgens 8 Uhr einen Termin habe, und entsprechend hat mich der Sense Companion darauf hingewiesen, am Abend vorher vielleicht einen Wecker zu stellen. Das fand ich ganz schön. Im Grunde gefällt mir die Idee von so einem unaufdringlichen, stummen Diener, der im Hintergrund so ein bisschen meine Termine organisiert. Allerdings bekam ich im Test allzu oft den Hinweis, dass es aktuell keine Empfehlung für mich gibt. Übrigens soll Alexa im Sommer auf das U11 kommen. Okay, Besonderheit Nummer 3, Boom Sound. Das U11 verfügt über zwei Lautsprecher. Theoretisch erlaubt das Zusammenspiel der zwei Speaker Stereo Sound. Ihre Platzierung schränkt das aber etwas ein. Der für die Höhen zuständige Speaker befindet sich an der Ohrmuschel, während sich der zweite Speaker am unteren Rand neben der USB-C-Buchse befindet. Die tiefen Töne werden also nicht direkt Richtung Ohr wiedergegeben, sondern schießen seitlich aus dem Smartphone heraus. Laut HTC könnte dadurch zum Beispiel ein Tisch als Resonanzkörper genutzt werden. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut, der Sound hat uns wirklich überzeugt. Dieser Resonanzeffekt geht allerdings verloren, sobald man das U11 in der Hand hält. Viel interessanter finden wir aber die beigelegten In-Ears mit USB-C-Anschluss.
Das Besondere an den New Sonic Kopfhörern offenbart sich im Zusammenspiel mit dem Smartphone. Der eingebaute Prozessor des Snapdragon 835 erlaubt nämlich Active Noise Cancellation, also Rauschunterdrückung, die vom Prozessor berechnet wird. Dazu analysieren die vier Mikrofone, die HTC im Gehäuse verbaut hat, die Umgebung und filtern hinterher unangenehme Geräusche heraus. Ebenfalls einzigartig im Smartphone-Segment dürfte die Use Sonic-Funktion sein. Benutzt ihr die beiliegenden In-Ears, könnt ihr damit über Sonar euren Gehörgang vermessen lassen. Das anschließend erstellte Audioprofil erzeugt ein ausgewogenes Klangbild ohne Verzerrungen und Störungen, sodass ihr auch im Lärm oder im Straßenverkehr nicht auf Tiefen und Höhen verzichten müsst. Das HTC U11 hat eine 12-Megapixel-Kamera verbaut und die Fotos haben uns echt überzeugt. Und in Kombination mit dem standardmäßig aktiviertem HDR-Boost-Modus knipst das U11 selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe Bilder. Schnappschüsse während der Dämmerung sehen aus, als wäre es taghell. Und der extrem schnelle Autofokus stellt Motive in nur 0,3 Sekunden scharf. Videos könnt ihr in 4K aufzeichnen und dank optischen Bildstabilisator auch nahezu ohne Wackler. Die vier eingebauten Mikrofone des U11 sorgen dafür, dass auch der Ton bei Videos nicht zu kurz kommt. Ich bin ehrlich überrascht von den coolen und gut durchdachten Features des HTC U11. Und damit meine ich nicht mal Sense Edge oder den HTC Sense Companion, sondern vor allem die Audioqualität und die Kamera. So spannend und originell das Konzept eines berührungsempfindlichen Rahmens im ersten Moment klingt, so wenig hat es sich bisher im Alltag bewährt und so unfertig fühlt es sich für mich noch an. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Nutzwert von dem Sense Edge noch steigt, wenn HTC die versprochenen Features nachliefert. So ganz überzeugt bin ich aber nicht und bis dahin bleibt es für mich letztlich nur ein Gimmick. Darüber hinaus ist das U11 ein richtig, richtig gutes Smartphone, das auf jeden Fall wieder im Premium-Segment mitspielen kann und HTC hat bewiesen, dass sie immer noch zu den Top-Playern gehört, wenn es um coole Ideen geht.